Ich möchte Sie begrüßen zu einem Video, das gestern Abend, wo ein Wunsch gestern Abend reingekommen ist. Ein Herr Nowak fragt: Hallo Herr Müller, ich hoffe, ich komme nicht mit einem allzu ausgefallenen Wunsch. Wir haben uns vor einer Woche mit der Heisenbergschen Unschärferelation beschäftigt, also darum geht es. Leider hat ein großer Teil des Kurses seine Probleme damit, wie auch ich. Wir würden uns sehr freuen, ein paar von uns informieren sich gelegentlich mit Ihrem YouTube-Kanal, wenn Sie noch einmal eine Einführung in dieses noch nicht ganz einfache Gebiet gehen könnten und vor allem die Formel Sigma X mal Sigma P größer gleich H quer halbe, schreibt sich hier drauf, beleuchten könnten. Ich würde mich sehr über eine Antwort freuen. Ich habe hier ein bisschen das Problem, dass ich nicht weiß, auf welchem Niveau Sie die Antwort möchten, weil diese Heisenbergsche Unschärferelation, die kann man auch im Gymnasium zum Beispiel in der Chemie mal erwähnen. Wenn man sie in einer Quantenmechanik-Vorlesung dann hat, wird es dann deutlich umfangreicher zu erklären. Ich versuche mal einfach die Dinge zu sagen, die ich noch in Erinnerung habe von meinem Studium vor etwa 30 Jahren. Und ich hoffe, es stimmt noch etwa, was ich schreibe. Sonst finden Sie natürlich in anderen Quellen im Internet und vielleicht in den Büchern sorgfältigere Herleitungen. Speziell hier, wenn Sie von der Streuung sprechen, da geht es dann manchmal in die statistische Quantenmechanik und da müsste man dann eventuell ein bisschen seriöser dahinter gehen, als ich das jetzt mache. Aber meine Erinnerung und auch meine kleinen Erfahrungen mit diesem Gebiet helfen dort vielleicht trotzdem. Heisenbergsche Unschärferelation, es geht um Unschärfe. Und es geht eigentlich um die Frage, wie genau kann man eigentlich in der Mikrowelt, also wenn man um Atome, Elektronen und so weiter spricht, wie genau kann man da Messungen machen? Wie genau werden die Messresultate dann? Ich erinnere mich an eine Erklärung, die ich früher mal im Gymnasium, glaube ich, gehört habe. Da ging es darum, dass wenn ich ein Elektron habe, das Elektron sich bewegt, ich möchte wissen, wie schnell ist das Elektron und an einem bestimmten Ort, dann ist diese Messung prinzipiell nicht beliebig genau möglich für sowohl den Ort, also x, und den Impuls des Elektrons, Impuls oder Geschwindigkeit, wenn Sie wollen. Ich kann also beide Größen nicht beliebig genau bestimmen. Und eine mögliche Erklärung, die man dabei manchmal nimmt, ist die Frage der Messung selbst. Wenn ich nämlich den Ort und den Impuls messen möchte, dann mache ich das normalerweise über irgendein Streuexperiment. Also ein Elektron ist ein sehr kleines Teilchen. Ich würde das vielleicht messen, ähnlich wie bei einer Radarmessung eines Autos oder so. Ich mache also irgendwelche Radarsignale und schaue, wie die reflektiert werden. Kann nachher Ort und Geschwindigkeit einigermaßen bestimmen. Es ist aber so, wenn das ein sehr leichtes Teilchen ist, dann würde so eine Messung mit so einem Radarphoton oder einem Lichtphoton automatisch auch dazu führen, dass das Photon nachher eben gestreut wird und das Elektron selbst leicht abgelenkt wird. Das heißt, ich störe dann mit dieser Messung des Ortes, störe ich eigentlich dann den Impuls des Elektrons. Das Elektron fliegt in eine andere Richtung und diese neue Richtung hat also meine Impulsgenauigkeit beeinflusst. Genauso, wenn ich mir eine Impulsmessung vorstelle, also eine Geschwindigkeitsmessung, habe ich dann auch das Problem, dass ich den Ort des Elektrons eigentlich dann beeinflusse mit der Impulsmessung. Also die Messungen sorgen dafür, dass ich eigentlich immer das eine oder das andere messen kann, aber dann die komplementäre Größe, wie man sagt, eben zum Beispiel das X ist dann komplementär zu P, dabei in der Genauigkeit beeinflusse. Also man kann das so mit dem Messprozess versuchen zu erklären, dass eine Messung bei kleinen, wirklich kleinen Teilchen mit sehr kleinen Massen und so weiter dazu führt, dass sich da gewisse Messgrößen gegenseitig beeinflussen. Es gibt aber auch eine andere Erklärung, die führt über den Begriff der Welle. In der Mikrowelt ist es so, dass all diese Teilchen durch Wellen beschrieben werden, also eine Wellenfunktion. Und eine Welle, wenn wir jetzt mal an die klassische Physik denken, besteht ja aus so Wellenzügen, also aus Störungen des Ruhezustandes. Und ein Wellenzug zum Beispiel kann dann so aussehen, das ist ein kurzes Wellenzug. Und man muss dann immer überlegen, meine ich jetzt hier eigentlich die Zeit, wo ich also eine Welle, wenn sie sich dadurch das Medium bewegt, als Funktion der Zeit darstelle, kann das dann auch als Schwingung anschauen. Oder meine ich hier den Ort als Welle, also mache ich quasi ein Foto von der Welle. Und eine Welle ist ja eine sich im Ort und in der Zeit veränderliche Funktion.
jetzt in der Quantenmechanik oder Wellenmechanik, wie man das sagt, sind dann diese Teilchen eigentlich nicht mehr Punktmassen, wo alles nach der klassischen Physik beliebig genau messbar sind, sondern das sind so Wellenpaketchen, die eine bestimmte Ausdehnung haben. Und diese Ausdehnung bedeutet automatisch schon, dass die Genauigkeit der Ortsmessung, zum Beispiel hier jetzt nicht gegeben ist. Ich habe die Ortsmessung durch dieses etwas verschmierte Wellenpaket halt bereits ein wenig ungenau gehabt, oder die Ortsdefinition. Diese Wellenfunktion entspricht ja mit ihrem Quadratintegrat nach der Wahrscheinlichkeitsdichte, also dem Ort der Wahrscheinlichkeit oder die Größe der Wahrscheinlichkeit an bestimmten Orten. Jetzt wollen wir mal rasch uns überlegen, wie denn das zusammenhängt mit der Unschärferelation. Wenn ich so ein Wellenpaket habe, also als Funktion des Ortes, dann ist es so, dass dieses Wellenpaket ja aus einem Wellenzug besteht. Und wenn ich den Impuls eines Teilchens bestimmen möchte, dann gibt es für den Impuls in der Quantenmechanik die sogenannte de Broglie-Relation, die sagt, dass der Impuls mit der Wellenlänge so verknüpft ist. Die Wellenlänge, also Abstand dieser Wellenberge, h ist die Planck'sche Konstante, das liefert in der Form hier den Impuls. Jetzt, wenn ich auch rein klassisch die Wellenlänge genau bestimmen will, dann muss ich im Grunde genommen einen sehr langen, idealerweise einen unendlich langen Wellenzug haben. Dann kann ich ganz genau da abmessen, wie groß die Wellenlänge ist. Wenn ich da die Wellenlänge bestimmen will, wenn ich das mit der Fourier-Transformation zum Beispiel mache, bekomme ich eine gewisse Ungenauigkeit in der Angabe der Wellenlänge. Es enthält tatsächlich mehr als nur eine Wellenlänge, dieses Wellenpaket. Also ich muss hier als Funktion des Ortes eine beliebig lange, also eine harmonische Welle erzeugen, um die Wellenlänge und damit den Impuls genau zu bestimmen. Wenn ich das aber mache, dann habe ich ja hier entlang des Ortes keine Genauigkeit mehr über den Ort selbst, weil ja eben die Amplituden hier nicht mehr ein Maximum haben. Das heißt, ich habe hier eine Ungenauigkeit in der Ortsbestimmung, wenn ich die Wellenlänge genau bestimmen möchte. Und umgekehrt, wenn ich den Ort genau bestimmen will, also hier ein sehr kurzes Wellenpaket mache, dann weiß ich, das ist genau hier, dann habe ich eine sehr ungenaue Wellenlängenangabe. Also auch hier kann ich sagen, dass die Ungenauigkeit des Ortes und die Ungenauigkeit des Impulses gegenseitig beeinflussen. Kann ich beides beliebig genau messen. Das wäre jetzt für das Bild da unten, also für diese Ortsdarstellung in der Welle. Ich kann aber auch das gleiche hier mal bei der Zeitdarstellung der Welle versuchen. Wenn eine Welle als Funktion der Zeit dargestellt wird, dann habe ich ja auch das Problem, dass ich danach den genauen Zeitpunkt hier nur in einer gewissen Unschärfe erhalte. Und wenn man die Energie des Teilchens jetzt anschaut, dann gibt es auch da eine Relation, die ähnlich ist wie diese hier, nämlich die Energie einer solchen Welle ist h mal f. Wiederum die Planck'sche Konstante mal die Frequenz, die da drin steckt. Und die Frequenz f, wenn ich die genau bestimmen will, muss ich halt ebenfalls einen sehr langen Wellenzug nehmen. Aus dem gleichen Grund wie vorher, als Funktion der Zeit, habe ich also hier nur dann eine ganz genaue Frequenzbestimmung. Damit Energiebestimmung, wenn die Welle sehr lang ist. Also der Wellenzug ein harmonischer Wellenzug ist, also auch, oder als Schwingung eine harmonische Schwingung ist. Und die genaue Energiebestimmung, die jetzt hier möglich ist, weil die Frequenz genau bestimmt ist, verhindert mir jetzt den genauen Zeitpunkt, wann ich die Messung mache. Das gibt also in der Zeit dann eine Ungenauigkeit. Das heißt, auch die Energie und die Zeit sind solche Größen, die komplementär sind, die also sich in der Genauigkeit gegenseitig ausschließen. Genaue Energiemessung bedeutet ungenaue Zeitpunktmessung und umgekehrt. Das wäre also die Erklärung mit dem Wellencharakter der Mikrowelt. Das kann man also gewissermaßen zurückführen auf eine Sache, die man auch in der klassischen Physik kennt, nämlich die Bestimmung von Frequenz und Ort bei einer Welle, und das sind also Ungenauigkeiten, die man auch schon in der klassischen Wellenlehre kennt. Es gibt noch eine dritte Möglichkeit, die jetzt eher in die Quantenmechanik geht, wie man die Unschärferelation bestimmen kann. Einfach ein paar Erinnerungen für die das schon kennen aus der Quantenmechanik, auch hier bei mir ist es auch Erinnerung. In der Quantenmechanik sind Messgrößen immer mit
Operatoren verknüpft. Operatoren, also Rechenregeln, die man dann anwendet auf diese Wellenfunktionen. Ein Operator wird meistens dann so hingeschrieben und die Funktion, die man dann, auf die man dann den Operator anwendet, ist so eine Wellenfunktion Psi. Und das gibt dann, wenn das eine Eigenfunktion ist, dieses Operators, die gleiche Wellenfunktion wieder mit einem Vorfaktor, dem Eigenwert. Wenn man eine Messgröße haben will, also wenn man wissen möchte, wie groß der Erwartungswert ist dieses Operators, zum Beispiel des Energieoperators oder des Impulsoperators, dann macht man diesen Vorgang. Man schreibt hier so ein Päckchen, Brankett, das ist ein Integralrezept, da muss man also normalerweise Integrale lösen. Das gibt nachher entsprechend auch Psi mal dieser Eigenwert mal diese Eigenfunktion, das ist dann einfach A mal Psi Psi. Und das ist, wenn die Funktionen normiert sind, 1. Das heißt, wir haben hier dann den Erwartungswert dieser Messung als dieses klein a. Also zum Beispiel der Erwartungswert des Impulsoperators in so einem Zustand wäre nachher gerade der Impuls selbst, den man dann messen würde. Jetzt gibt es gewisse Operatoren, die sich gegenseitig nicht beeinflussen. Das heißt, solche Operatoren kann man dann auch hintereinander anwenden. Zum Beispiel so. Auf eine Funktion und das liefert dann das gleiche Resultat, wie wenn ich die Operatoren vertausche. Also wenn ich die Operatoren in der umgekehrten Reihenfolge anwende, also zuerst B und dann A. Das machen einige Operatoren, dass man sie also gegenseitig vertauschen darf und den gleichen Erwartungswert dann erhält von dieser vertauschten Geschichte. Wenn das der Fall ist, kann man ja quasi das auf die linke Seite nehmen, das gibt dann 0. Und da kann man sagen, das ist also das gleiche, wenn ich schreibe A angewendet A und B in dieser Reihenfolge minus die Reihenfolge so. Diese Operatoren ergeben nachher den Nulloperator. Und diesen Ausdruck, den nennt man auch den Kommutator und schreibt das dann abgekürzt so. Also dann eigentlich mit dem Operatorenzeichen. Und solche Operatoren, die also zu gewissen Messgrößen gehören, wenn die vertauschen, wie das hier gezeigt ist, wenn sowas gilt, wenn ich die also hintereinander messen darf, egal mit welcher Reihenfolge ich das mache, solche vertauschbaren Operatoren führen zu Messgrößen von A und B, die gleichzeitig beliebig genau messbar sind. Das heißt, da gilt dann kein Unschärfeprinzip. Vertauschbare Operatoren sind Operatoren, die gleichzeitig Messungen erlauben, zum Beispiel der Drehimpuls und die Z-Komponente des Drehimpulses sind zwei so Größen, die man auf die Art vertauschen kann. Wenn aber, also bei einem Atom, wenn man aber die beiden nicht vertauschen darf, also wenn dieser Kommutator nicht 0 ergibt, dann habe ich eben das Problem, dass ich die Messungen nicht dass die Reihenfolge der beiden Messungen eine Rolle spielt und dann sind die Messungen nicht vertauschbar und dann habe ich tatsächlich dann diese beiden Operatoren, die diesem Unschärfeprinzip unterliegen. Und da ist eben zum Beispiel der Ort und der Impulsoperator sowas, die kann ich nicht vertauschen, oder eben auch Energie und Zeit. Das wäre also mehr die quantenmechanische Geschichte. Jetzt wie gesagt, wenn man da jetzt von diesen Sigma-Werten, von diesen Streuungen ausgeht, führt das zu einer etwas anderen Erklärung der Heisenbergschen Unschärferelation, die mit der Statistik auch zu tun hat. Da müsste ich mich wieder einlesen in die ganze Geschichte. Das ist so lange her, da finden Sie sicher in Büchern bessere Erklärungen dazu. Aber ich hoffe, es hat ein wenig geholfen. Die Geschichte ist sehr wichtig, hat eigentlich dazu geführt, dass man gemerkt hat, dass so Teilchen in der Mikrowelt eigentlich Wellen sind und nicht sich wie Punktmassen unbedingt verhalten.